Als nächstes hören wir die Rede von Karin Schiezel-Rathgeb, Ordinatsrätin und Leiterin der Hauptabteilung Kirche und Gesellschaft der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Sicherheit in unserem Land suchen.
Wir schützen die, die bedroht, angegriffen und diskriminiert werden. Und die Würde eines jeden Geschöpfes ist für uns das höchste Gut. Man kann mit uns nicht über Rassismus und Antisemitismus verhandeln. Unsere Solidarität gilt ganz besonders für die jüdischen Bürgerinnen und Bürger hier in unserer Stadt und unserem Land. Liebe Freundinnen und Freunde, als Kirchenvertreterin sage ich auch ganz deutlich, Demokratie ist das Glaubensbekenntnis unserer Gesellschaft. Demokratiefeindlicher Extremismus und Christsein schließen sich einfach aus. Unser Wahlprüfstein in diesen Wahlen, die jetzt kommen und auch in allen weiteren, ist die Nächstenliebe. Wer sich in unseren Verbänden, Räten und Gremien engagiert, kann nicht AfD-Mitglied sein. Ebenso wenig ist die AfD für uns Christinnen und Christen wählbar. Das sage ich hier ganz, ganz deutlich. Wir alle sind gefordert, für die Demokratie einzustehen. Wir alle sind gefordert, für sie einzustehen. Sichtbar auf den Demos, wie heute. Und, weil dort die Gefahr fast am meisten droht, natürlich auch im Netz. Liebe Damen und Herren, seien wir wachsam. Schenken wir den Menschen ihren Sorgen, ihre Angst, ja, und auch schon ihre Wut. Offene Augen und vor allem ein hörendes Herz. Wir sind viele,